Wie ich schon wieder vergessen hatte, die Bildschirme zu switchen. Unglaublich. Unglaublich. Tut mir leid. Sorry, sorry. Es wird übrigens mal Zeit, dass wir mit Nidorina spielen. Na? Hi. Na, Kleine. Ah. Oh, süß. Was möchtest du denn heute spielen? Bärenernte? Komm, wir machen mal Stresstest. Wir machen mal Reaktionsstresstest. Oh, Jemini. Nee, ich bin überhaupt nicht fertig, aber das Spiel macht mich wahrscheinlich gleich fertig. Gott, meine Reaktionszeit ist jetzt schon viel zu langsam. Oh Gott. Oh, Jemini. Muss schneller werden, Honey. Konzentrier dich. Du musst schneller werden. Schlimm ist, dass es irgendwie schwieriger als es aussieht. Meine Nerven. Ich bin nicht immer die gleiche Beere. Das verwöhnt mich. Puh. Ach, liebes bisschen. Grüner. Orange, blau, pink, grün, orange, grün, blau, grün. Ach du liebes bisschen. Zack, zack. Muss viel schneller werden. Das ist ja. Hätte fast einen Fehler gemacht. Ist nicht gut. Das kostet wertvolle Sekunden und Konzentration. Und meistens reicht immer ein Fehler, um einen komplett aus dem Konzept zu bringen. Vor allem bei diesem lächerlichen Highscore, den ich auf diesem Spielstand habe. Mir fast schon peinlich. Und immer diese vielen pinken Teile. Das bin ich gar nicht gewohnt. Oh Gott. Seht ihr, meine Reaktionszeit ist viel zu langsam. Die wackeln dann immer schon oben, die Sprechblasen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Oh Gott. Ach du liebes bisschen. Ja, gut, gut, gut. Ach, du heilige Makrele. Das geht ja hier. Ja, ist ja gut jetzt langsam. Heilig. Ach, Gottchen. Seht ihr, einmal die falsche Beere gepickt und schon gerät man in große Not. Gut. Wie ich das denn schaffen? Oh, Jemini. Oh Gott. Da tauchen die wieder so einzeln auf. Ja, 30. Das wird ja nie was. Ich kenn das schon. Oh! Oh Gott! Schade. Naja. Ich will auf jeden Fall noch gute Pouvlés und viele Punkte auf die Aktivität und... Oh, das Stress. Mhm. Naja, ist ganz okay. Ach Gott. Ups. Ich habe es leicht übertrieben, aber wir hatten alle viel Spaß dabei. Ja, nee, danke, das reicht. Ne? Oh, hattest du deinen Spaß? Leckere Buffle? Nom, nom, nom. Bäuchlein streicheln. Gott, ist das süß. Bist du süß? Ja. Au. So, hätten wir das erledigt. Oh, Nidorina ist jetzt zutraulicher Pünktchen-Bonbon-Kissen erhalten. Und Wasser-Deko-Herz. Nicht schlecht. Gehen wir mal lieber ein bisschen weiter durch die Höhle hier. Mal hier oben lang. Gucken, wo es da hingeht. Oh, da ist ein Item. Ein Nestball. Na schön. Bisher als gar nichts. Und mein Spiegelbild. Bezaubernd. Oh, und ein wildes Pokémon. Nervig. Ich meinte auch mit... Pantimos, Pantimos. Das fand ich immer schon gruselig, unangenehm, mochte es nie und werde es auch nie mögen. Da kannst du machen, was du willst. Ich mag Pantimos nicht. Los, Parabolladung, Solari. Ritzel. Ich nutze den Tag jetzt einfach mal, um Solari ein bisschen hochzuheilen und hoffe, dass Pantimos selber jetzt
Gut, dann setze ruhig deinen Reflektor ein. Das ist mir ziemlich egal. Dass Pantimos selber jetzt recht passiv bleibt. Weil dann kann ich es einfangen und habe noch einen schönen KP-Booster. Hör, Lichtschild, das kannst du auch gerne machen. Das stört mich nicht. Und jetzt bleibst du bitte am besten in dem Superball, den ich werfen werde. Supergeil, superschön. Pantimos und... Boogie. 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 Zugabe kannst du machen. Habe ich kein Problem mit. Ich schmeiß auch gern noch mehr Pokebälle. Pokeball, Flieg und Sieg. Okay. Kukachaka, Kukachaka. Ich meine, Mojo ist einfach mal komplett nutzlos. Komm schon. Pantimos. Ich hätte nicht sagen sollen, dass ich es nicht mag. Ja, ja, ja. Ich hätte sagen, ja, definitiv, ja. Hätte ich nicht. Ja, das war der Fehler. Los, komm schon, komm schon, komm schon. A, B, A, B, A, B, 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 B. Drücken, gedrückt halten, warten, bis das Pokémon in den blöden Ball bleibt. Und die AB-Taktik klappt irgendwie trotzdem immer. Kann mir doch keiner erklären, dass das Zufall ist. Ich meine, die Illuminaten haben was damit zu tun. Das sagt doch schon alles. Oh, Iggy erreicht schon Level 31. Und Togepui Level 32. Dass das so schnell geht, zeigt, dass wir doch ein bisschen vom Level wieder ja, aufholen müssen. Pantimos, das Sperre-Pokémon-Typ Psycho-Fee. Seine Fingerspitzen sondern etwas ab, das die Luft zu einer schützenden Wand werden lässt. Das ist ekelhaft. Und dann doch lieber ein Uratytox. So. Na gut, was haben wir denn jetzt hier noch alles? Gibt's auch noch. Ein Weg zu einem Pokéball. Bleber. Gut. Ich wollte immer schon Bleber haben. Lalala. Once again, the wild poke. Nope, 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 sir. Nope, 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 nope. Definitely not, not, nope. 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 Adios, amigos. Das Pokémon tue ich mir... Oh. Nicht nochmal. Was ist jetzt auf deinen Kopf gefallen? Das hat wehgetan. Was war das? Oh, wie süß! Ein Flicknoi. So knuffig. Mach das platt. Eine Elektroattacke könnte unangenehm werden. Klingensturm könnte ein bisschen stark sein. Wir werden sehen, was passiert, ja. Herzstempel, ist das süß. Puff. Aua. Ganz schön stark, der Herzstempel. Yep, das hatte ich leider befürchtet. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Mit so, den haben wir ja gar nicht mehr. Hm, mit wem machen wir das dann das nächste Mal? Naja, auf jeden Fall mit einem Pokémon, das nicht so overpowered ist. Oh, ein Trainer. Sie läuft gleich gegen mich. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der stärkste Trainer im ganzen Land? Na, ich... Brauchst du doch den Spiegel nicht fragen. Ich stehe vor dir, das sieht man doch. Kämpferin Yoko. Wo hast du denn Glas gelassen? Und seit wann bist du weiblich? Heilige. Die hatten das letzte Mal übelst Aua gemacht gegen dieses Ding. Also seinen Kumpel, seinen Kollege, aus seinen blauen Kollegen da. Ich streich mir manchmal mir so eine. Genug, Solari, komm zurück. Los geht's, Togepui. Überwurf, das ist unangenehm. Das ist gar nicht unangenehm. Das tut gar nicht weh. Aeoas. Das wird wehtun. Aber richtig. Oh, das hat ihm ja gar nicht umgehauen. Das enttäuscht mich jetzt. Kannst du mal aufhören? Das langweilt. Nochmal. Aeoas. Das ist jetzt davon. Arrivederci. Ja. Ach, du liebes bisschen. Dodge Erfahrung von Oniburina hat ein Level 22 erreicht. Resladero. Das ist doch dieses Flug-Wrestler-Pokémon. Da könnte Solari eigentlich wieder. Wir könnten. Nehmen wir mal Bogelin. Der hat erst Stufe 29. Das möchte ich gerne noch ändern. Und ein bisschen wild durchs Team wechseln macht sowieso mehr Spaß.
können wir mal unseren Doppelschlag ausprobieren. Ach, unser Wrestler-Pokémon. Total cool. Doppelschlag. Das gucken wir doch jetzt mal an. Wie das aussieht. Hams? Hams. Beeindruckend. Das war wirklich beeindruckend. Ich bin überwältigt von diesem Doppelschlag und der Kampfanimation. Wirklich. Wow. Echt. Da. Boah. Geil. Echt voll. Never mind. Gut, Resladero hat natürlich eine ziemlich hohe Verteidigung, aber egal, das ist kein Argument. So. Oh, Level 31 von Nala. Nice. Tschüss, Yoko. Du bist der stärkste Trainer. Habe ich doch gleich gesagt. Natürlich bin ich der stärkste Trainer. Hallo, was laberst du denn? Natürlich bin ich der stärkste Trainer. Das ist doch klar. Ja, ich bin voll geil. Huch. Oh, das ist ein Item, das ich haben möchte. Wenn es jetzt wieder ein Fleck... Nein, es ist ein Kieselstein, der mit seinen Beinen wippt. Ein lebendig gewordener Kieselstein. Lebensschelle. Ich meine, Pokémon, dass wir mit der Lebensschelle mal wieder treffen können. Ah, oh, das war auch noch sehr effektiv. Klar, es ist ja ein Gesteins-Pokémon. Und Bodenattacken sind sehr effektiv. Du denkst, ich mach von Kampf, kann ich auch. Ja, dafür hast du damit allerdings keinen Schaden gemacht. Nup, nup, nup. Beutel. Pokéball. Fleek und Seek. Mal gucken, ob unser Mojo jetzt etwas effektiver ist. Und? Aha. Kutschaka. Kutschaka. Yes. Geil. Kiesling wurde gefangen. Oh, so viele neue Pokédex-Einträge. Es ist, das ist ja schon krank. Kiesling, das Erdmantel-Pokémon-Typ Gestein, hat ein sechseckiges Ohr. Ernsthaft? Sein durch das Erdreich gepresster Körper steht Stahl in Sachen Härte in nichts nach. Sechseckiges Ohr. Das da ist sein Ohr. Das ist kein Auge, das ist sein Ohr. Aha. Und das Erdreich hat es gepresst, deswegen ist es jetzt so hart wie Stahl. Ja, nee, danke. Interessantes Pokémon. Doch, wirklich. Ich fand es interessant. Es ist ganz bestimmt total stark, wenn man es weiterentwickelt. So. Oh, ein Mondstein. Schon wieder. Naja, gut, das brauchen wir sowieso für Nidoqueen, ne? Dann später. Übrigens. Darfness, okay. Man muss es eben so nach versteckten Items suchen. Nicht schon wieder so ein gottvermaledeites Pantimas, Pantimas. Niemand mag dich, geh weg! Einzig niedlich an dir ist deine Vorentwicklung, Pantimimi. Ist wirklich süß. Das war es dann aber auch schon. Kein Item, okay. Lalala. Ist denn hier unten lang? Sakasa. Okay. Gut, alles geklärt. Ich halt hier entlang. Oh, da haben wir schon wieder so eine Schönheit, die sich im Spiegel Oh. Ob ich ein Ast-Trainer bin? Nein, nein. Ich bin nur ein einfacher Pokémon-Fan. Das wird sich jetzt noch herausstellen. Bist du ein Pokémon von einem Ast? Du bist ein Ast-Trainer. Leslie, setz du ein. Ja, das ist jetzt Pech, ne? Los, Solari! Damit hast du ein leichtes Spiel. Ja, da können wir jetzt mal wieder ein bisschen mit der Parabolladung glänzen. Und volle Power. Bumm. Das war sehr effektiv. Das war sehr schön. Das hat viel Leben gebracht. Sorry. Ha, schön. Wir one-hitten wieder. Oh, Buscheline ist jetzt auch Level 30. Excellent. Leslie setzt Iguana. Ja, Mensch, da könnten wir doch einmal Nidorin jetzt schon mal einsetzen, weil Iguana gegen Iguana... Nein, definitiv nicht. Aber ich möchte Nidorina auch mal sehen. Nidorina! Gott, wie süß. Haben wir sogar Event Doppelkick könnte klappen, weil das ist doch Typ Normal. Und bei Typ Normal-Pokémon ist ja eine Kampfattacke etwas sehr Effektives. Das müssten wir nur häufig genug treffen, das was natürlich nicht passiert. Ich weiß nicht, ob wir den Klingensturm überstehen.
dieses Risiko gehen wir jetzt einfach mal ein, ja? Na, ja, wir haben es überstanden. Aber Iguana wird diesen Doppelkick nicht überstehen. Putschi, putschi, puh. Sehr schön. So gut gemacht, Nidorina. Interessante Statuswerte. Bis auf, ja, verdammt geil. Guten Schlag braucht man nicht. Weg damit. Ist sehr, sehr schönes Moveset. Oh, Granbull. Nee, wir bleiben mal bei Nidorina. Tauschen sie dann aber sofort aus. Weil gegen Granbull möchte ich nicht kämpfen. Der sieht sehr unfreundlich aus. Nee, wie so eine Art Unfall. Nala. Nala könnte mal wieder kämpfen. Miau. Gott. Kleine Hintern, wie süß. So, Kopfnuss. Das geht vom Schadenszahlen her. Dann arbeiten wir jetzt mal mit einem Feuerzahn. Miau. 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 Das ist nicht sonderlich effektiv. Oh, jetzt wird unser Angriff auch noch gesenkt. Das ist natürlich ungünstig. Gucken wir mal, wie viel Zertrümmerer noch macht, weil es ist ja ein Normal-Pokémon. Und jetzt haben wir hier wieder, ne, diese... Ja, Mensch. Toll. Toll. Oh, toll. Au. Au, das war jetzt ein Volltreffer. Wie ungünstig. Johnny, das muss ich mir ja nicht geben. Da können wir ja auch einfach das Pokémon tauschen und nehmen jetzt Bougelin. Denn der sollte eigentlich genügend Power haben. Wir brauchen bald mal mehr entwickelte Pokémon bei uns im Team. Der Beulenhelm tut schon weh, ne? Nassschweif. Und der Nassschweif auch. Exzellent. Gott, so viele Erfahrungspunkte. Donnerwelle. Ah. Eigentlich schon ganz gerne. Lehmschelle macht nicht viel Schaden. Und Donnerwelle ist unglaublich nützlich. Paralyse ist so stark. Besonders in einem Team bei uns, das teilweise aus sehr langsamen Pokémon besteht. Oh, Antikraft. Ja, warum nicht? Nehmen wir doch mal den Gainer dafür raus. Wir können jetzt Pokémon paralysieren, um sie einzufangen, ne? Da brauchen wir ja den Gainer nicht mehr. Und Antikraft ist auch eine sehr schöne, starke Sache. Danke, Leslie, für die ganzen Erfahrungspunkte. Aha, du bist also ein Pokémon-Fan, aber gleichzeitig auch ein richtiges Ass. Ja, oder ein richtiges Ass. So, wo gehen wir denn hin? Erstmal nach oben gucken. Erstmal schauen, was hier so ist. Ein wildes Pokémon. Und mal gucken, was dort auf uns gewartet hat. Lusselari, mach's platt. Halt, Moment, bevor wir das Fleck neu platt machen. Erstmal donnervellisieren. Und Begrenzer. Das ist ja eine schöne Attacke. Sieht ja hübsch aus. So. Dann würde ich gerne Nidorina nutzen. Hab nicht so viele HP, aber könnten wir gleich hochheilen. Sollte Fleck neu nicht ungeahnte Kräfte entfesseln. Ja, das kannst du machen. Ist kein Thema. Stört mich nicht so. So, KP-Erholungs-Items. Nutzen unseren letzten Supertrank. Sprudel haben wir danach noch jede Menge. Heilung, Heilung, Heilung. Exzellent. Alles wieder voll. Und Fleck 9 ist paralysiert. Gut, dann arbeiten wir jetzt hier mal mit der Kratzfurie. Schauen wir mal, wie viel Schaden wir damit überhaupt machen. Die Animation von der Attacke ist aber schon langweilig. Vier Treffer. Nicht schlecht. Nicht übel. Das mache ich jetzt gleich nochmal. Hauptsache, es kommt in den gelben Bereich. Zack. Zack. Drei Treffer. Vier Treffer. Oh, das ist... bitte, knapp.
Nicht schlecht. Beute, Pokebälle, Pokeball und Finsterball wäre eigentlich ganz hübsch da. So. Dann werfen wir mal und hoffen auf unser Mojo. Fumm. Und? Hören wir denn? Und? Perfekt. Klasse, Fleckneu wurde gefangen. Ja, auch so süß mit seinem Zahn vorne. Und ein neuer Pokédex-Eintrag. Fleckneul, das Fledermaus-Pokémon-Typ Psychoflug, wohnt in dunklen Wäldern und Höhlen. Es sendet Ultraschallwellen mit seiner Nase aus, um die Gegend abzutasten. Oh, ja, knuffig. Dicke Herznäschen. Wer kommt auf sowas? Keine Ahnung. Mal sehen, was wir im nächsten Part an Pokémon noch so finden. Bis dahin, bye.